Hallo, hören Sie mich alle? Ja, es funktioniert super. Ja, erstmal, um mich selber vorzustellen, ganz kurz. Ich arbeite bei der TAZ, bin da Wirtschaftskorrespondentin und freue mich sehr, dass ich heute diese Veranstaltung moderieren darf. Sie haben ja schon gehört, Herr Ziegler wurde aufgehalten, aber wir fangen trotzdem schon mal an, weil wir pünktlich um 8:45 aufhören müssen, damit das Theaterstück nach uns dann auch pünktlich anfangen kann. Vorab, erstmal um das sicherzustellen, auf diesem Podium wird es 3 Sprachen geben, nämlich Deutsch, Englisch und Spanisch. Deswegen die Frage an Sie alle, haben Sie sich ein solches Headset besorgt? Ja, wer das noch nicht hat, ich hoffe, es haben alle, aber wer es dann trotzdem nicht haben sollte, das gibt es draußen, aber nur, wenn Sie Ihren Personalausweis rausrücken. Trotzdem würde mich das mal interessieren. Ja, also Sie sehen, Herr Ziegler ist jetzt auch da, nach einem Abenteuer. Aber um erstmal mit dem Organisatorischen weiterzumachen, was mich mal interessieren würde, wer von Ihnen kann Deutsch? Alle, das ist ja schon mal beruhigend. Wer kann Englisch verstehen? Auch ohne Headset, ist ja auch gut. Okay, und wer kann Spanisch? Also wirklich immer noch eine Menge. Ich bin erstaunt, wie polyglott sie hier alle sind. Das ist ja schon mal gut. Ja, dann fange ich jetzt mal an, alle vorzustellen. Neben mir Jean Ziegler. Sie haben es wahrscheinlich schon im Programm gelesen. Ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Hat ein neues Buch geschrieben, das 2 Monate lang auf der Bestsellerliste stand. Können Sie auch draußen kaufen. Kleine Werbepause heißt Ändere die Welt. Warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen. Neben ihm sitzt Sinan Birdal, Professor aus Istanbul, hat auch ein Buch geschrieben, das es auf Englisch gibt, The Holy Roman Empire and the Ottomans, From Global Imperial Power to Absolutistic States. Wer sich noch fragt, worum es geht, es scheint vor allen Dingen, das habe ich Amazon entnommen, um Karl den V. und Suleiman den I. zu gehen, also um die Großmächte im 16. Jahrhundert, die aber ja, und das werden wir noch besprechen, bis heute Folgen hinterlassen haben. Dann auch links von mir Liliana Uribe, Menschenrechtsanwältin aus Kolumbien. Ich glaube, genau, hat den weitesten Weg. Und ganz links von mir Konrad Schuler, der hat den kürzesten Weg, kommt aus München, ist Mitarbeiter. Beim Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung, hat auch ein Buch geschrieben, das aber erst noch erscheint, im Herbst 2015, heißt Alles Charlie oder was? Religionskritik, Meinungsfreiheit oder Schmähung. Ja, was es nicht geben soll, weil wir so wenig Zeit haben und weil Sie ja auch mitdiskutieren sollen, es gibt keine Eingangsstatements, keine kurzen Vorträge, sondern stattdessen kurze Interviews, die ich dann immer führe, so in meiner Rolle als Journalistin. Und wir hatten uns das so gedacht, das Thema globale Machtverhältnisse ist ja denkbar breit, dass man vom Konkreten zum Abstrakten kommt. Dass wir also erstmal 2 regionale Konflikte exemplarisch besprechen, nämlich Kolumbien und die Region, aus der Sinan kommt, nämlich Syrien, Irak. Und dass wir danach, wenn wir diese Konfliktstrukturen vor Ort schon mal exemplarisch betrachtet haben, dann die globalen Strukturen machen mit Konrad Schuler und Jean Ziegler. So, und es gehen ja schon Karten rum im Publikum. Also immer, wenn Sie eine Frage haben oder sich denken, ja, müsste noch was anderes angesprochen werden, können Sie das drauf notieren. Das kommt dann hier nach vorne und wird dann hier nochmal versucht vorzutragen. Meine einzige Sorge ist, dass wir für das riesige Thema und das riesige Programm nicht genug Zeit haben könnten. Aber deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit
Liliana, ich spreche auch mal ein bisschen langsamer, damit die armen Übersetzer überhaupt eine Chance haben. Liliana, der Titel der Veranstaltung heißt ja Die Wiederkehr der Kriege. Aber wenn man Kolumbien anguckt, muss man ja sagen, da kehrt kein Krieg zurück, sondern es ist einfach so, dass es schon seit über 50 Jahren einen Bürgerkrieg gibt. Und es gibt zwar Friedensbemühungen im Augenblick, die aber auch schon wieder stocken. Was müsste passieren, um den Bürgerkrieg in Kolumbien endlich zu beenden? Oder warum stocken die Friedensverhandlungen wieder? Was sind eigentlich die entscheidenden Schwierigkeiten? Buenas tardes a todos y a todas. Y la pregunta que nos hacen sobre Colombia, sobre un conflicto armado de hace más de 50 años, más o menos nosotros tendríamos que llegar a la reflexión de que nuestro conflicto o nuestra situación de guerra ha sido casi desde que nos formamos como república, por los distintos conflictos políticos, sociales, económicos que ha habido históricamente en el país. Sin embargo, hoy cuando hablamos de un proceso de negociación política con una de las guerrillas más históricas del continente y del país, que son las FARC, nosotros estamos viendo cómo eso es una oportunidad, o sea, lograr un acuerdo político para cesar el conflicto armado es una oportunidad muy importante en nuestro país. Sin embargo, cuando miramos las causas que han dado origen al conflicto armado, entendemos que esas causas están en el orden de los problemas económicos, sociales y políticos que el actual proceso de negociación con la guerrilla no logra dimensionar de forma clara para que nuestro país pueda transitar hacia una paz estable y duradera como lo dicen el mismo gobierno, como lo vende el mismo gobierno a la comunidad, a nosotros en Colombia y a la comunidad internacional. Aber also gut, Sie sagen, die eigentlichen Ursachen für den Konflikt werden gar nicht bearbeitet. Was müsste sich in Kolumbien aus Ihrer Sicht wirklich ändern? Also was sind diese gesellschaftlichen und ökonomischen Faktoren, die man besprechen müsste, die aber nicht angetastet werden? Bueno, lo importante es que en el proceso de negociación con las FARC se está hablando de un asunto sustancial del conflicto colombiano como es el problema agrario. Incluso en el acuerdo se habla de hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Y eso está llamando al Estado colombiano a retomar aspectos que necesita el campesinado para poder vivir, salud, educación, reformas laborales. Sin embargo, este asunto, cuando el Plan Nacional de Desarrollo o las políticas del gobierno se orientan supuestamente en función de alcanzar la paz, encontramos un modelo totalmente diferente. Por ejemplo, encontramos que el país no quiere transitar hacia una economía campesina de seguridad alimentaria, sino a un modelo de agroindustria. Y en ese sentido se han abierto todas las puertas a la inversión extranjera y nacional para que nuestro país entre en ese modelo. Entonces, ahí no estamos hablando de superar un problema estructural frente al conflicto colombiano. Otro aspecto muy grave que no se tiene en cuenta en nuestro país es el tema de la militarización. Colombia es un país que es el segundo ejército más grande de América Latina, incluso el único país que lo supera es Brasil, que tiene 8 veces más población que Colombia. Y en este proceso de negociación política, este ejército nuestro no se está pensando ni en reducir y menos aún en depurar, teniendo claro que el ejército colombiano es uno de los ejércitos con más violaciones de los derechos humanos en el mundo. Entonces esos aspectos tendrían también que cambiarse
igual con el sistema a la justicia, porque la impunidad en Colombia es en violaciones a los derechos humanos y en los grandes delitos es de casi del 98%. Also man kann das vielleicht nochmal drei Sachen zusammenfassen. Es fehlt die richtige Landreform. Die Verbrecher auf beiden Seiten gehen straflos aus. Und es ist sozusagen ist unklar, was mit diesen ganzen Waffen passieren soll, die in dem Land noch unterwegs und vorhanden sind. Jetzt heißt ja unsere Veranstaltung hier globale Machtverhältnisse. Welche Rolle spielt denn das Ausland in diesem Konflikt? Oder ist es ein rein kolumbianischer Konflikt? Und was könnte die Welt tun, um den Krieg in Kolumbien zu beenden? Oder kann man da nichts machen? No, es muy importante tu pregunta en el sentido de que en Colombia nosotros podríamos decir que lo único nacional son los efectos devastadores que el conflicto armado ha generado, pero también el conflicto social, el conflicto económico, el conflicto político. Y en ese sentido, la intervención de actores internacionales, tanto de gobiernos como de empresas, ha sido crucial en el agravamiento del conflicto armado. Me explico. Por ejemplo, las doctrinas militares que en nuestro país se aplican por parte de la fuerza pública, que incluyen la creación de estructuras paramilitares que han cometido la mayoría de los crímenes de Estado en Colombia, son doctrinas que se implementaron desde Estados Unidos en la década de los 60, cuando querían impedir el acceso o el desarrollo de lo que llamaban el comunismo en nuestro país. Entonces, todas esas políticas, todas esas estrategias, todos esos métodos de guerra que en nuestro país han generado tanto exterminio, son políticas que tienen orientación en los Estados Unidos. Incluso en el tema de desarrollo del extractivismo y del modelo económico neoliberal y los tratados incluso de libre comercio, son también los que están exacerbando el conflicto. Ja, damit sprechen Sie ja schon zwei Stichworte an, die man noch mal ganz dringend aufgreifen muss. Das eine ist das Thema Rohstoffe. Das ist ja für beide Konfliktparteien in Kolumbien zentral. Jetzt hat das EU-Parlament die Idee, dass man den Import von Konfliktrohstoffen verbieten sollte. Das ist übrigens eine Idee, die aus den USA kommt und da im Dodd-Frank Act, das ist die Bankenregulierung in den USA, auch schon verankert ist. Also die EU will das nachmachen. Würde das in Kolumbien irgendwas ändern, so ein offizieller Beschluss? Ja, sie strahlt, also dann erklären Sie mal, wieso. No. No estoy tan contenta. Bueno, aunque en principio esa iniciativa del Parlamento Europeo y que tiene también un desarrollo en Estados Unidos es una iniciativa interesante, es una iniciativa loable. Sin embargo, no ya hay algunos aspectos de esa iniciativa que tiene que ver con que Europa no compre recursos naturales de países que están en conflicto. Sin embargo, esas las formas a través de las cuales se hacen cumplir esas restricciones o esas prohibiciones todavía no son muy claras. El mismo Parlamento Europeo ya ha hablado del tema y ha emitido resoluciones en dos oportunidades anteriores. Sin embargo, todavía no es efectiva la implementación de este tipo de medidas que, como señalo, son importantes, pero si no se crean los mecanismos para que ellas sean efectivas, es muy difícil que se cumplan. Igual pasa con Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese tipo de acuerdos, las empresas tienen ese tipo de acuerdos, pero para nadie es un secreto que empresas de Estados Unidos patrocinan grupos paramilitares, asesinan sindicalistas, asesinan campesinos, y eso no ha sido ningún obstáculo para que esas empresas compren esos productos que se hacen en Colombia, que se obtienen en Colombia. Eh,
Ja, also es fehlt die Kontrolle. Der Handel geht weiter. Sie hatten ja dann auch schon einen Aspekt angesprochen, der auch ganz wichtig ist, nämlich die Freihandelsabkommen. Es gibt ja hier in Europa, verhandeln wir gerade ein Abkommen mit den USA, das heißt TTIP. Aber es gibt ja noch mehr Freihandelsabkommen, die im Augenblick ausgehandelt werden. Und ein Freihandelsabkommen, das mindestens so wichtig ist weltweit, ist ja das sogenannte die Transpazifische Partnerschaft, das sogenannte TPP, das eben die NAFTA-Region, Kanada, USA, Mexiko, mit Chile, Neuseeland, Australien und dann einigen asiatischen Ländern wie Japan oder auch Brunei verbinden würde. Kolumbien ist nicht dabei im Augenblick, verhandelt nicht mit, aber die Regierung Kolumbiens hat schon gesagt, dass sie eigentlich auch gerne teilnehmen möchte. Was halten Sie denn von diesem Freihandelsabkommen und welche Rolle hat das, welche Wirkung hat das dann wieder auf Kolumbien und die Konflikte dort? Bueno, de hecho Colombia ha tenido intenciones de participar en ese tratado y viene desarrollando a nivel regional una alianza pacífico que la hace con Perú, con México y con Chile, que son países que ya están dentro del tratado transpacífico. Pero más allá de los problemas que puede generar este tratado en particular, nosotros podríamos también hacer una lectura general de lo que han sido los diversos tratados de libre comercio que Colombia ha firmado. Colombia tiene tratados con Estados Unidos, tiene uno en particular con la Unión Europea, tiene tratados con Corea, está haciendo tratados con varios países de América Latina. Y uno de los problemas fundamentales en relación con este libre mercado es que no son condiciones equitativas, no son condiciones equilibradas entre estos grandes países que tienen economías desarrolladas y países nuestros que generalmente tenemos es materias primas y entre los productos que ponemos a competir son el agro. El agro en Colombia está destruido por el conflicto armado, por el desplazamiento interno que se ha generado, pero cuando entramos a mirar las causas de eso, estamos viendo que lo que se está imponiendo es ese modelo de desarrollo de lo que el país está proponiéndole al mundo negociar en esos tratados internacionales. Entonces, ¿Colombia qué quiere producir? Biodiesel, no quiere producir comida. Entonces, por eso, muchas empresas como Cargill o Bioenergy, que han usufructuado, que se han apropiado ilegalmente de tierras en Colombia, están teniendo todas las garantías y el gobierno les está dando todas las legislaciones, está abriendo la legislación para que puedan adquirir tierra que fue adquirida ilegalmente. Otro problema que nosotros tenemos es que nosotros estamos, la gente nuestra la tienen para que hagan los trabajos baratos, para que hagan los trabajos de poco costo. Entonces, ¿cuál es la propuesta para nosotros? Las maquilas. Y llegan allí empresas transnacionales que obtienen, que el Estado les precariza las condiciones laborales, se restringen los derechos y la gente tiene que venderse por ese tipo de cosas. Entonces, en el fondo, estos tratados no generan ningún equilibrio para nuestros países y no generan tampoco condiciones y menos aún un problema tan grave como es el medio ambiente que está siendo altamente destruido y que no se ponen barreras para que las empresas dejen de destruir el medio ambiente. Ja, erstmal vielen Dank. Sie sehen, schon allein mit Kolumbien könnte man mühelos einen ganzen Abend füllen. Vielleicht noch zwei Zahlen, die das Drama in Kolumbien klar machen. In 50 Jahren Bürgerkrieg sind über 200.000 Menschen umgekommen. Aber gleichzeitig, und das ist auch das, worüber Liliana geredet hat, wurden 5,2 Millionen Menschen vertrieben von ihren Flächen, von ihren Ländereien, sind also Binnenflüchtlinge. Und es ging immer um diesen Landraub, einmal wegen des großflächigen Anbaus von Agrarprodukten, aber eben auch wegen der Rohstoffe, die man dann vermutet hat. So, das ist also, Kolumbien ist also sozusagen tragischerweise ein alter Konflikt. Und jetzt wechseln wir mal zu Sinan, zu sozusagen einem
nicht ganz so alten Konflikt. Weil Sinan perfekt Englisch spricht, werde ich jetzt auch ins Englische wechseln, weil das sonst zu blöd ist, wenn man hier mit zwei verschiedenen Sprachen operieren muss. Nur für die Übersetzer und vielleicht für die Leute, die Englisch übersetzt haben wollen. Sinan, the civil war in Syria has been going on for 4 years now. What is your reckoning when it will end? How long will it, how many years will it take for a peace settlement to somehow come? Or will it be like Colombia, a never ending story of about 50 years? Well, is it working? It's like you're asking me to read your coffee. I don't know how long it will take. The problem is until you have. I mean, look at. No, you know you have to make sure. It is on. It is on. Okay. It is on. It's not his fault. Okay. Or closer to the mouth. Okay. You have to bite into it. So. For example, if you look at Bosnia, we still don't know if there's going to be another conflict in Bosnia. Mm. Although the conflict has been stopped many, many years ago, almost a decade ago. So when we talk about these conflicts in international relations, we use concepts such as stability, conflict. For example, we spoke about civil war. But then, what does stability mean, right? If you look at Lebanon, for example, is there stability in Lebanon? Although there's been an agreement and there's been a political consensus on how the country should be run, and so, et cetera. But at the end of the day, unless you get equality, unless you get freedom for everybody, you get democracy, you don't get rid of these conflicts. And when you look at the problems in Iraq and in Syria, you see an accumulation of inequality, social inequality, social injustice, lack of democracy, and these kind of things. So, for example, and it was interesting, I noted when Juliana was speaking about the civil war in Colombia, how it kind of resembles the Kurdish question in Turkey. Although so Turkey will be the next country with the civil war? No. Well, we had a war going on for over 20 years, and it just stopped for now, and I don't know where it will go. And unless the political party, the People's Democratic Party, passes through the election barrier, 10%, we don't know where this is going, and Erdogan can change his mind anytime. So. But the most probable outcome in Syria, it seems to me, is that it will be split up. I mean, you mentioned that we always think in have always these ideas of a state, of a stability, but the state Syria was created by the colonial powers. It was not formed by itself. So do you think that all these colonial borders or the colonial heritage will somehow dissolve? Well, there's been this talk is going on for a long time now that yeah, it is true that the borders were drawn by colonial powers. But then if you look at the identity, for example, in Damascus or Baghdad, I mean, these were if you look at, for example, 19th century or early 20th century, you already had these kind of identities emerging. For example, Syria is the host of the first very strong movement of Arab nationalism, right? So, and this is the borders. I think the model would look like more like the Bosnian model or the Lebanese model. I think that because if you look at the great powers, this is the kind of model that they've been promoting for almost over 20 years now. And mind you, if you look at the US diplomatic discourse,
They always say no change of borders, no change of borders, because we have a big state whose borders are still not drawn. Which country is that in the Middle East? Israel, right? So, and if you start drawing the borders, you never know who's gonna say, well, I don't like this border, so I'm gonna draw it, you know? So I think Sykes-Picot agreements, which drew these borders, are gonna stay at least in the short run. Because these borders, they have to get recognition from the international community, and the great powers, they're just not up to it. Yeah, okay, but you say, well, the great powers have no interest in changing the borders, but that assumes that the superpower called United States is still a superpower. But is that really true? I mean, you can just see how they lose power in Syria or in Iraq because it's an asymmetric war. It happens there, what happened in Afghanistan. It doesn't help to be a superpower if you are not ready to send soldiers anymore because you don't want to lose any soldiers. And then everything's left more or less for the IS. So what's happening to the IS? Well, first of all, they had Vietnam before that, remember that? Yes, and it was that a disaster. That didn't stop them from being a superpower. No, I mean, you can't, I mean, all superpowers had these kind of defeats. The problem is the U.S. being defeated by another superpower? Now, that's a fall of a superpower, okay? I mean, if the U.S. gets defeated by China, that's the fall of a superpower. But if it gets defeated by Vietnam, or by, you know, if it gets into a protracted war in Iraq or in Afghanistan, that doesn't mean a super fall of a superpower. If you look at the sheer number of American military, of American economic power, it's still it's not surpassed by anybody, and it's not going to get surpassed by any projections in at least in another century. So, okay, so you'd say it's still the U.S. that decides what happens in the Near East. Excuse me? So what you are saying basically is it's still the United States that decides what happens in Syria or in Iraq. No, it's not. The U.S. doesn't decide what's happening. The U.S. is deciding how the international community is acting or is deciding to act on what is happening, you know. The people are going to decide what's going to happen in Syria or in Iraq, you know, because and this is that's why if you look at how these conflicts began, why, for example, the Sunnis are hating the Alevis, you know, or why the Kurds and the Arabs don't get along, you know, if you look at, you know, or why is Iran so anti-American, right? I mean, there is a history to all these conflicts, right? So and there's a future, and if there's going to be a peace in the future, then the people, they have to sit down and figure out a way of how to construct a peaceful order. But the U.S. is deciding how the international community, how international organizations are going to respond to these situations, and I don't think it's their priority. I think if you look at the American geostrategists, their most basic concern is because they know there is no country which can pose a threat to U.S. hegemony in the Middle East. Iran can now pose no danger to U.S. hegemony, nor can Iraq or Syria or Turkey or Egypt or what have you. But China can. So that's their priority, you know. Whatever happens in the Middle East, it's on the, you know, transportation lines, or because you guys need oil and gas from the Middle East, you know, they have to supply you so they can rule over you, you know. I think that's why Middle East matters for America. They have no interest whatsoever in the Sunnis or Shias or even Jews, I think, for that matter. Okay. But nonetheless, apart from the United States, there are also other regional powers that have quite a lot of influence, like you mentioned Turkey, you mentioned Iran, and then there's, of course, Saudi Arabia. Now, what's their role? I mean, it's obvious that Saudi Arabia, Turkey, Russia, and Iran
and also Qatar, but that is a minor question. They all try to influence the situation in Iraq and also in Syria. How important are they? Or are they just not that important compared to the United States and can be left out? No, they're very important. So what's the most peculiar thing about the Middle East? If you look at other regions in the world, for example, Southern Asia, right? You have India, a big country. Or East Asia, you have China, big country. Or Latin America, you have Brazil, big country. In the Middle East, you don't have such a big country, right? In the Middle East, you have a few middle powers competing with each other for regional hegemony. So on the one hand, you have Iran, which is allied with Russia and China, and has links or networks in the Gulf, in Lebanon, in Syria, in Baghdad, in Yemen, and so on and so forth. On the other hand, you have an alliance emerging, a coalition. It's a loose coalition of countries. In the Gulf, you have Qatar, United Emirates, the Saudis. You have Turkey, and then you have Egypt. And somewhere, maybe you guys could figure out where Israel is, right? But when the Arab Spring broke out, the most important thing for the U.S. was to keep Camp David Accord intact, right? That's the cornerstone of U.S. regional architecture, right? So what the U.S. achieved, I think, over 2-3 years was to sort of build an anti-Iran alliance. So all these countries are anti-Iran. Although they don't get along with each other, they're all anti-Iran. That's the most important thing, right? At the same time, however, the U.S. doesn't want to get into a war with Iran, so it starts to negotiate. It starts diplomatic negotiations with Iran. So on the one hand, you have all this sort of military and political pressure on Iran. On the other hand, you say, well, there's a table. You can sign it or you can walk away, right? But that doesn't mean that Iran is the angel of the region. It is not. But what has been going on in the region, if you look at Russia, if you look at Iran, they're very aggressive regional powers. They are definitely not anti-imperialist or whatsoever, as much as some of the left wants to believe it. I don't believe it. Because if you look at them, how they treat their own people, like the Russians, the Chechens, and the Irans, the Kurds, and so on and so on, you figure out how anti-imperialistic they are. But they do want to defend themselves against the U.S., right? Would Russia need to be that aggressive if there was no talk about Star Wars or this nuclear shield that they are trying to build, or NATO expansion into Eastern Europe? Even if you look at American strategies, we're discussing about it. They said, well, there's no Soviet Union. Why are we expanding? That was a discussion in the 1990s. And they knew that there was a risk that Russia would get offended by that. Not offended, but also threatened, feel threatened by that. And that's what happened. And the same goes for Iran, right? Iran felt threatened, so it started being more aggressive. So what we're having in Iraq and Syria is basically a war by proxy, which is instigated, which is militarized by regional powers. It's not just the U.S. doing, it's also these regional powers who are responsible for this situation. As we are in Munich, what should the EU do? Or Germany? Disband. I don't know. The EU, if you look at the EU policies, first of all, the EU doesn't have a security policy. No, that's really NATO. True. Yeah. EU doesn't have a foreign policy. That's NATO. And the US is doing everything in its power so that the EU doesn't have
any autonomous policies in security or in foreign policy. And it wants to promote Germany as a leader. You can see that, actually. They are very fond of German leadership. Now that you have a social democratic former chancellor, Schröder, I saw him posing in front of Bismarck, right? Yeah, that was in Spiegel. In terms of aesthetics, it looks very tasteless, but there is, it's like social democrats posing in front of Erdogan in a century from now. But it shows you that there is definitely a special role for Germany with diplomatic relations with Russia. And also that I think it's going to become more and more active in the Middle East. But it's not going to be autonomous, it's not going to be independent. The foreign policy TTIP is part of it, right? If you want to become a part of this world, this huge trans-Pacific Atlantic world, this huge pool of capital, then that's the club that you have to pitch with, you know? But on the other hand, if you look at Germany, for example, you also have Schröder complaining about it, Helmut Schmidt complaining about it. They feel very, you know, they want to have good relations with Russia, obviously, for economic reasons. But in terms of what they are going to do in the Middle East, they are not going to do anything until the agreement with Iran is reached. Then Saudi Arabia, Turkey, and Israel have to also sort of be pacified and say, well, this treaty is not a threat to you, and then we'll come to Syria and Iraq. And that's going to be something like, you know, okay, now this is your territory, this is your territory, and that's the constitution. And we'll probably have, you know, another, you know, decade of occasional violence, occasional suicide bombings, occasional this and that, but that's going to be called stability, you know. Okay, thank you very much. In a very pessimistic outlook, it means what you are suggesting is that the future is, first of all, a lot of bloodshed, and in the end, somehow Bosnia at large. I'm not pessimistic. I'm just saying I'm not expecting anything from state leaders or, you know, or from my government. I'm expecting something from myself and from you guys. You know, like this is what, you know. Okay. Ja, Sie haben ja noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und nochmal weiter zu diskutieren. Das ist ja jetzt hier sozusagen nur der Appetizer. Jetzt komme ich mal zu Konrad Schuler. Wie gesagt, wie schon angekündigt, jetzt verlassen wir sozusagen einzelne Konfliktregionen und gehen mal von oben, also ins Globale. Herr Schuler, wir sind ja hier, weil es einen G7-Gipfel gibt, demnächst. Meine Frage an Sie, wird G7 als Format nicht komplett überschätzt? Also da treffen sich zwar sieben Staatschefs, aber eigentlich wird nur geredet und hinterher kommt nichts raus. Also muss man da jetzt wirklich sich so aufregen? Ich meine, abgesehen davon ist ja klar, dass sie auch ständig alle telefonieren miteinander, nicht? Also das kann man ja sowieso nicht verhindern, dass sie miteinander reden. Also was machen wir hier eigentlich? Also ich glaube, das stößt zwar hier auf große Zustimmung offenbar, dass G7 was Folgenloses sei. Der Meinung bin ich absolut nicht. Ich halte G7 für eine hochwichtige Einrichtung. Sie hat verloren an Bedeutung, da komme ich noch gleich drauf. Aber warum ist sie denn so wichtig? Wenn wir uns mal erinnern an die Entstehung von G7, das war in den 70er Jahren. 1975 hat der erste Gipfel stattgefunden, Rambouillet, erfunden quasi von Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing. Es ging darum, den Kapitalismus in seine nächste Phase überzuleiten. Vom Fordismus, wie man das damals nannte, also die Wirtschaften, die Volkswirtschaften waren konzentriert auf die Entwicklung der Binnennachfrage. Das wurde nun umgestellt, entdeckt wurde der globale Markt. Und seit dieser Zeit
gehören die G7 und die Globalisierung, die neoliberal-kapitalistische Globalisierung zusammen. Sie sind ein Tandem. Das hat an Diktatgewalt verloren dadurch, dass andere Nationen stärker wurden, außerhalb der G7. Da hat die G7 sich aufgebläht, das heißt nicht sich, sondern sie, dann wurde eine G20 geschaffen, wo die größten Schwellenländer mit drin waren. Und das war also ein Gegengewicht. Und das ist jetzt das Neue und das ganz Wesentliche der Situation El Mau. Es entsteht nämlich ein Bruch im internationalen Machtgefüge. Wir haben nicht nur das Aufkommen der Schwellenländer, sondern die Schwellenländer sind dabei, der Süden ist dabei, den Norden zu überholen. Und man trifft sich jetzt auf El Mau, um herauszufinden, wie man dem besser begegnen kann. Das ist das Kennzeichnende dieser Phase der Weltpolitik, dass der Westen, ich nenne ihn jetzt mal so, der Norden, politisch gemeint eben der Westen, dass der Westen sich nicht damit abfindet, vom Süden überholt zu werden. Das macht er weder politisch, kulturell, da gibt es die große Offensive, wir, die westliche Wertegemeinschaft, sind die Nummer eins, die anderen sind minderwertig, die müssen sich verändern nach unserem Vorbild. Da gibt es die wirtschaftspolitische Initiative, das wurde mehrfach angesprochen, TTIP, man will den neoliberalen globalen Kapitalismus weltweit durchsetzen und unanfechtbar machen. Und drittens gibt es die Militärstrategien, die alle darauf hinauslaufen, dass man im Zweifel, wo und wenn nötig, heißt immer die Formel in den Strategien, Militärstrategien offiziell, wo und wenn nötig mit militärischen Mitteln das Kräfteverhältnis wieder verändert. Das ist die neue Lage, das droht uns von El Mau und das werden also die Völker von Kolumbien, sage ich jetzt mal, über Syrien, über den Nahen Osten bis hin zur Ukraine, bis hin nach München, werden das die Völker merken. Ich mache jetzt mal. Den Advocatus Diaboli, nehme jetzt also mal ganz bewusst die konservative Sicht ein, also die man auch in der FAZ finden könnte. Nämlich, das ist doch alles nur eine optische Täuschung. Also das stimmt doch gar nicht, dass der Süden aufholt, sondern die wachsen zwar schneller als Europa oder die USA, aber sie wachsen ja von einem ganz niedrigen Niveau. China wurde schon mehrfach erwähnt, ist natürlich inzwischen eine große Volkswirtschaft, aber ist auch kein Wunder, da wohnen 1,3 Milliarden Leute. Wenn man das pro Kopf umrechnet, was ein Chinese hat, dann ist das immer noch 20 Mal oder 15 Mal niedriger als ein Europäer. Das heißt, das ist doch keine Bedrohung. Also ich kann, anders gesagt, diesen Wertewandel oder diese Verschiebung, die Machtverschiebung, die Sie in der Welt sehen, ist ja schwer zu entdecken. Ja, aber wenn man die Zahlen anschaut, entdeckt man das schon. Also es handelt sich nicht um eine optische Täuschung, es ist Realität. Die G7 hat in den letzten Jahren, sie sind zurückgegangen in ihrem Gesamtanteil am Welteinkommen von 46% auf 33%. Jetzt nach Kaufkraftparitäten sind die Zahlen des Internationalen Währungsfonds. Allein die BRICS-Staaten, das sind also nur Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, allein BRICS hat sich in derselben Zeit verdoppelt, sind mittlerweile auf über 31%, sind also in derselben Größenordnung wie die G7 und ihre Wachstumsraten sind eindeutig höher. Selbst wenn sie nicht mehr so hoch wären wie in der Vergangenheit, sind sie mit den bescheidenen 7% in China doch erheblich über die 0,1 oder 0,3 oder 0,4, die die USA oder Deutschland auf die Waage bringen. Würde man, das hat Pew gemacht, das ist eine US-Beratungsfirma, würde man die jetzigen Trends verlängern in die Zukunft, wäre 2050 unter den 10 größten Nationen nur noch 3 des jetzigen Nordens, Westens. Unter den ersten 6 wären 5 andere. Die USA wären die einzige, die noch übrig blieben im Sextett an Nummer 5.
Nun kann man diese Hochrechnung sinnvollerweise nicht machen. Würden nämlich die Wachstumsraten alle überall so weiterlaufen wie jetzt, dann wäre es mit unserem Planeten jedenfalls, was eine menschenfreundliche Umgebung anlangt, vorbei. Es ist aber deshalb wichtig, das in Rechnung zu stellen, weil unsere Strategen, unsere Eliten bei ihrer Entwicklung der Politik davon ausgehen. Und sie wollen das auf jeden Fall verhindern. Sie wollen dieses Überholtwerden vom Süden verhindern. Ja, dann kommen wir vielleicht jetzt mal auf das Freihandelsabkommen, die Sie auch schon angesprochen haben. Also was genau, also die Freihandelsabkommen kamen ja schon in allen Gesprächen vor, aber was genau, um das mal konkret zu machen, ist da jetzt eigentlich die Herrschaftstechnik, die Sie ausmachen? Also bei den Handelsabkommen geht es um zweierlei. Es geht nicht um die Zölle, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Die Zölle bewegen sich in einer Größenordnung von 3%. Man könnte das mit Zollabkommen gegenseitig regeln. Es geht nicht um die Zölle. Es geht darum, um zwei grundsätzliche Dinge. Einmal will man weltweit die Regeln und Standards setzen. Man will, Obama hat es gesagt in seiner Rede an die Nation im Januar dieses Jahres, dass er sagte, wir wollen, dass die Spielregeln und das Spielfeld weltweit nicht von China bestimmt werden, sondern von uns. Das wird in bescheidenerer Form von Herrn Gabriel und der EU-Kommission wiederholt. Wir müssen die Regeln bestimmen. Denn wenn wir die Regeln bestimmen, können wir insgesamt den Welthandel kontrollieren. Darum geht es. Das ist das eine. Das zweite, was genauso wichtig ist, ist, dass man bindet die kapitalistische Entwicklung, die Entwicklung in diesen kapitalistischen Hauptländern, bindet an die Profitinteressen der großen Konzerne. Denn in all diesen Verträgen, sowohl TPP als auch TTIP, wird festgelegt, das Investor-Klageverfahren, Investor-Staatsverfahren. Das heißt, sobald eine Regelung stattfindet, gesellschaftlich, die Profite schmälert, das steht so drin, in dem 1600 Seiten langen Vertrag, den wir ja bereits mit CETA, mit Kanada vorliegen haben. Sobald Regeln getroffen werden, Gesetze, die Profite schmälern, kann der Konzern mit Schadensersatzklagen antreten. Das heißt, Demokratie wird so teuer gemacht, dass sie nicht mehr stattfinden soll. Das ist der zweite entscheidende Punkt. Konrad, noch eine letzte Frage. Auch schon angesprochen wurde ja diese Frage, welche Rolle spielen eigentlich Kriege? Wenn ich richtig verstanden habe, ist das ja auch irgendwie eine Herrschaftstechnik aus deiner Sicht des Westens. Oder habe ich dich da überinterpretiert? Nein, da bin ich Clausewitzianer. Also der Krieg ist natürlich ein Herrschaftsmittel. Und die Kriegsgefahr und die Kriege und die Kriegstoten nehmen rasant zu. Ich habe hier die Zahlen rausgeschrieben. 2007 gab es in 20 Ländern bewaffnete Konflikte, 2013 in 47, also mehr als doppelt so viele. Im letzten Jahr allein, 13 auf 14, ist die Zahl der Kriegstoten gegenüber dem Vorjahr um 35% gestiegen, auf 176.000 Kriegstote. Heute, inmitten eines Friedens, den wir wahrnehmen, der aber nicht existiert. Woran liegt das nun, diese Zunahme von Kriegen und Kriegstoten? Es liegt zum einen daran, und das haben Sie mit Sicherheit oft genug gehört, dass immer mehr Staaten zerfallen. Staaten are failed. Sie sind gescheitert. Und die UN hat das Konzept der sogenannten Schutzverantwortung, das ist ein hochwichtiges Ding, beschlossen, sich zugrunde gelegt, ihrem Handel. Danach gehört zur Souveränität eines Staates die Verantwortung der Regierung für den Schutz, jetzt kommt es, vor Kriegsverbrechen, Völkermord, ethnischen Vertreibungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn ein Staat das nicht mehr leistet, nicht mehr gewährleisten kann, diesen Schutz,
dann ist der Staat gescheitert und offen für militärische Interventionen der UN-Mächte. So ist das geschehen in Libyen, an der Elfenbeinküste und anderswo. Wir haben heute, im Jahr 2013 jetzt, sind die aktuellen SIPRI-Daten, haben wir 57 solcher Friedensmissionen. 57 weltweit. Davon 20 im Namen der UN. Die anderen werden von regionalen Institutionen durchgeführt. Warum aber scheitern diese Staaten? Das muss man sich ja fragen. Warum scheitern die denn? Warum zerfallen sie und werden zu Quellen von Kriegen? Und sie zerfallen deshalb, weil sie Gegenstand global-kapitalistischer Eingriffe sind. Da steht an der Wand dieser schöne Slogan, No Justice, No Peace. Wenn keine Gerechtigkeit herrscht, dann gibt es auch keinen Frieden. Und das ist genau der Punkt. In diesen Ländern, da wird Jean Ziegler nachher sicher viel dazu sagen können, ist die Barbarei im Vormarsch. Und man darf sich nicht wundern, dass die Menschen versuchen, irgendwie zu Rande zu kommen. Es gibt eine Studie, jährlich wird die rausgegeben, Foreign Policy, mit der Liste der Most Failed States, also der Staaten, die am meisten gescheitert sind. Unter den absolut gescheiterten Staaten finden sich 37, Foreign Policy ist regierungsnah, um es mal vorsichtig zu sagen. Auf Platz Nummer 6 oder 7 in dieser Liste stehen Afghanistan und der Irak. Das waren direkte Angriffsziele der Koalition der Willigen. Und wenn man weiterguckt, findet man dort Pakistan, Haiti, Simbabwe, Somalia, Guinea, Pakistan, Niger, Kamerun, Nigeria. Das sind alles Beispiele für das Tätigwerden des globalen Kapitals in diesen Ländern. Dass diese Staaten scheitern, ist eine Folge des Wirkens des globalen Kapitalismus. Franziskus, unser Papst, unser aller Papst, hat das in seiner... Nur für die Katholiken. Das sieht ja anders. Also in seiner Bulle sozusagen, Evangelii Gaudium, für die Nicht-Katholiken übersetzt, die Freuden des Evangeliums, hat Franziskus festgestellt, diese Wirtschaft, das war seine Zusammenfassung, diese Wirtschaft tötet. Franziskus, der Papst, sagt das. Also ich bin Atheist, ich zitiere hier. Wenn man muss dem Papst zustimmen. Es gibt bei dieser Liste, das ist der letzte Satz in diesem Zusammenhang, gibt es 92 weitere Staaten, die alle ein Warning bekommen. Die werden also gewarnt, dass sie dabei sind zu scheitern. Dazu gehören alle 5 BRICS-Staaten und natürlich kein einziger der G7. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Schuler. Also es wurde ja schon eine sehr elegante Brücke gebaut, das wurde ja Herr Ziegler auch schon angesprochen, deswegen gehen wir jetzt als Letztes zu ihm. Das wurde ja schon gesagt eigentlich von allen dreien vor Ihnen, dass alle Kriege eines gemeinsam haben, nämlich dass die Armen immer die größten Verlierer sind und die häufigsten Opfer. Dass die Ungleichheit, hat Herr Schuler nochmal zugespitzt, eigentlich auch immer der Grund ist, soziale Ungleichheit hat auch Liliana schon gesagt, soziale Ungleichheit der Grund ist, warum es überhaupt zu Bürgerkriegen oder Kriegen kommt. Was müsste sich denn ändern? Also darüber haben Sie ja seit 20 Jahren, schreiben Sie immer wieder Bücher, genau zu diesem Thema. Wie könnte man die Armut beseitigen, den Hunger vermeiden? Diese Bücher von 20 Jahren müssen Sie jetzt in 4 Minuten zusammenfassen. Also zuerst möchte ich sehr herzlich danken für die Einladung zu diesem hochinteressanten Podium. Ich bin sehr... Sehr geehrt. Ich möchte einige Bemerkungen machen zu diesen globalen Machtverhältnissen. Wenn jemand in diesem Saal glaubt, dass da in Elmau am Sonntag souveräne, unabhängige Regierungschefs und Staatschefs zusammenkommen, dann irrt er sich.
Macht ist nicht in Elmau, sondern in den Konzernetagen. Und ich möchte... Eine Zahl, ich will Sie nicht langweilen, aber vielleicht langweilen Sie sich trotzdem dann. Einige Zahlen. Nach Weltbankbericht haben letztes Jahr die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne, alle Sektoren zusammengenommen, von Finanz, Dienstleistungen und so weiter, gemeinsam über 52,8% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt, alle in einem Jahr produzierten Kapitalien, Waren, Dienstleistungen, Patente und so weiter. Die entschwinden jeglicher sozialer Kontrolle, staatlicher, interstaatlicher, gewerkschaftlicher, parlamentarischer Kontrolle. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die können sehr viel, die kontrollieren den wissenschaftlichen Produktionsfortschrittsprozess, Technologie und so weiter. In der Chemie in Basel entsteht ein neues Molekül alle Monate, an der Wall Street ein neues Finanzinstrument alle zwei Wochen und so weiter. Der Raubtierkapitalismus ist sicher jene Produktionsweise in der Geschichte der Menschheit, die am kreativsten, lebendigsten, produktivsten ist, ganz sicher. Aber er funkt, die Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die funktionieren exklusiv nach einem Prinzip, und das ist normal, der Profitmaximierung. Und dieser unglaublichen Machtballung, letztes Jahr Oxfam-Bericht, Dezember 2014, 1% der Weltbevölkerung hat gleich viel Vermögenswerte wie 99%. Also die Ausführungsgehilfen da in Elmau, ja, okay, Herr Ziegler, ja, die kommen gleich wieder dran. Also ist ja völlig klar. Achso. Ich sage es höflicher. Achso, Sie sagen es noch höflicher, okay. Die Befehlsempfänger oder die, ja. Ist auch, das ist nicht höflich. Und die Handlanger sind ja. Gut, also auf diese unglaubliche Macht, politische, ökonomische, vor allem ideologische Macht, dank der neoliberalen Wahnidee, die uns total entfremdet hat, steht in der südlichen Hemisphäre, wo 4,9 Milliarden der 7,3 Milliarden Menschen, die auf der Welt sind, heute leben, zu ganz fürchterlichem Elend. Alle 5 Sekunden letztes Jahr ist ein Kind unter 10 Jahren verhungert. 57.000 Menschen sterben am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen jeden Tag. Fast eine Milliarde, die FAO-Berechnung ist falsch, fast eine Milliarde ist permanent schwerstens unter den Menschen verkrüppelt. Kein sexuelles Arbeitsleben, nichts verkrüppelt durch permanente Unterernährung. Fast eine Milliarde Menschen. Und das auf einem Planeten, wo der World Food Report der UNO sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, in der heutigen Produktionskräfte, problemlos, normal, 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung, ernähren könnte. Zum ersten Mal, und dann höre ich gleich auf, gibt es auf diesem Planeten keinen objektiven Mangel mehr. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Diese Weltordnung ist einmal kannibalisch, aber dazu ist sie auch absurd. Absurd. Weil, also ich mache schnell, Karl Marx ist am Nachmittag des 14. März 1883 gestorben, im einzigen Lehnstuhl seiner bescheidenen Wohnung in London. Bis zum letzten Atemzug hat Marx geglaubt, dass das verdammte Paar, wie er gesagt hat, das verdammte Paar des Herrn und des Sklaven die Menschheit noch über Jahrhunderte begleiten werde. Das heißt, das Ungleichgewicht, die Menschen, die kämpfen für die Grundbedürfnisse, um den Besitz der unzulänglichen Güter. Der unzulänglichen Güter. Marx hat ihn sehr, sehr viel Recht gehabt, da hat er sich geirrt, weil seit seinem Tod hat eine unglaubliche Sukzession technologischer, industrieller, elektronischer Revolution stattgefunden, die die Produktionskräfte der Menschheit unglaublich gesteigert haben. Und heute gibt es keinen objektiven Mangel mehr, das Problem ist Zugang zu den Gütern, zum Trinkwasser, zur Gesundheitsversorgung, zur Nahrung,
zu den materiellen Gütern. Es geht um die materiellen Güter, das immaterielle Unglück, der Liebeskummer, die Einsamkeit, der Tod, das wird noch lange, lange bleiben. Aber es geht um die materiellen. Ja, leider. Ich lache nur, weil Sie recht haben. Also der Ernst Bloch glaubt ja, der Tod werde überwunden werden. Das war gut. Das wäre aber schön. Aber darf ich mal eine ganz kurze Frage? Nein, ich sage einfach, die kannibalisch und total absurd, weil hier zum allerersten Mal wäre es möglich, dass alle Menschen auf diesem Planeten bei einer minimalen Strukturreformen, bei einer sanften Revolution, vernünftigen Revolution, wäre es möglich, dass alle Menschen auf diesem Planeten ihre materiellen Bedürfnisse in menschenwürdiger Weise befriedigen könnten. Ja, also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Müsste man diese 500 transnationalen Konzerne entmachten, die Sie angesprochen haben und die im Augenblick eben fast 53% des Welt-BIPs kontrollieren. Wie soll das denn geschehen? Gut. Ganz konkret. Also beschreiben Sie mal die Revolution, die Sie anpeilen. Ich nehme ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, weil das habe ich sehr gut gefunden bei Herrn Schuster. Ganz konkretes Beispiel. Ich war in Heiligendamm vor 7 Jahren, einige von Ihnen ja auch. Sie müssen mal ein bisschen näher ans hinter dem Stacheldraht, also das Zuckerbäcker Hotel Samson von Ferne und hinter dem Stacheldraht. Und dann war ich im Dom von Rostock, war ich eingeladen. Das war auch sehr eindrücklich, alle die Menschen, die dort waren, war sehr eindrücklich. Das Hauptthema war Armutsbekämpfung in Afrika, bei Heiligendamm. Das war klar formuliert, da wurden auch Hunderte von Millionen gesprochen, Entwicklungshilfe und so weiter, nie ausgezahlt worden, nie angekommen, nur ganz teilweise. Kampf gegen den Hunger, das war Heiligendamm. Es gibt verschiedene mörderische Mechanismen, die das tägliche Massaker, das in absoluter eisiger Normalität vor sich geht, des Hungers verursachen. Es gibt verschiedene diese tödlichen Mechanismen. Aber alle diese Mechanismen sind menschengemacht und können von Menschen gebrochen werden. Eine dieser mörderischen Mechanismen ist die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Das verdient keinen Applaus, ist ein fürchterliches Geschäft. Also Grundnahrungsmittel sind Reis, Mais und Getreide, die decken 75% des Weltkonsums ab. Ich habe genug Prozesse am Hals gehabt, ich sage es noch einmal ganz deutlich, Börsenspekulation, Futures auf Grundnahrungsmittel sind legal. Sind legal. Wenn die Hedgefonds, die Großbanken machen mit diesen Geschäften an der Börse astronomische Profite. Ich nehme die Börsendaten, sind immer was ich genau französisch sage, aber der World Food Index, der FAO, der letzten 5 Jahre, vom September 2014 rückwärts gerechnet, gibt folgende Zahlen. Mais, Weltmarktpreis für Mais ist 31,2% gestiegen. Weltmarktpreis für Reis 38,1% und die Tonne Weizen hat sich verdoppelt. Das heißt, dass in den Slums der Welt, in den Favelas von Brasilien, Sao Paulo, Rio, in den Slums von Karachi, in den Smoky Mountains von Manila, wo die Menschen, die Mütter mit ganz wenig Geld, da leben 1,1 Milliarden Menschen, das sind die Extremely Poor der Weltbank, dort mit ganz wenig Geld die tägliche Nahrung für ihre Kinder kaufen müssen. Wenn der Reispreis explodiert, zum Beispiel, dann sterben so und so viele Millionen Kinder mehr. Ganz einfach. Wenn ich eine ganz kleine Anekdote erzählen darf. Aber dann kommt wieder eine Frage. Ja, ich sage schnell die Anekdote. Ich war kürzlich auf einer UNO-Mission in Bolivien, da kommen auf 4200 Meter an, in Altung. La Paz ist ja unten im Vulkan. Da bleibe ich immer ein paar Tage unten in Lima. In Lima gibt es eine Galampa, ein Elendsquartier, das ist des Oms, kenne ich. Bei Sonnenuntergang bin ich vor dieses Reisdepot gestanden, da hat sich die Schlange der Mütter formiert. Ich bin bis Mitternacht geblieben, ich habe keine einzige Frau gesehen, die auch nur ein halbes Kilo Reis gekauft hat. Reis wurde gekauft in Plastikbecken. Dann geht die Mutter nach Hause, die Frau nach Hause, macht Feuer unter dem Kessel, wenn das Wasser brodelt,
leert sie das, den Plastikbecher in das siedende Wasser und dann schwimmen ein paar Reiskörner auf dem kochenden Wasser. Und das ist die Nahrung für die Kinder für den Tag. Keine Börse, weder die von Frankfurt, New York, Zürich und so weiter, funktioniert im rechtsfreien Raum. Es gibt überall ein Börsengesetz. Das könnte revidiert werden in 48 Stunden vom Bundestag, Assemblée Nationale und so weiter, mit einem Zusatz, sind verboten Börsenspekulationen auf Grundnahrungsmittel, die da sind, Doppelpunkt Mais, Reis und Getreide. Kampf gegen den Nun, Kampf gegen den Hunger, der wurde versprochen, beschlossen, feierlich verkündet von Frau Merkel in Heiligendamm. Aber keine der G7-Regierungen, die mächtigsten Regierungen der Welt, soi-disant, wie man so sagt, die mächtigsten Regierungen der Welt, hat es gewagt, das Börsengesetz zu revidieren. Keiner hat es gewagt, weil dahinter die Hedgefonds sind, die Großbanken, die Großspekulanten, und die haben, ich sage es noch einmal, eine Macht, die den gewählten, demokratisch legitimierten Regierungen, die da oben in Elmau zusammenkommen, die Befehle erteilt und durchsetzt. Es bleibt eine Hoffnung, und das sind wir. Genau. Ja, ich würde noch gerne eine Frage stellen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel verbieten sollte. Aber man kann sehen, und zwar in den Zahlen der UNCTAD, dass die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel eigentlich erst 2003 in der heutigen Form eingesetzt hat. Aber auch das hatte damit zu tun, dass man auf Aktien nicht mehr so gut spekulieren konnte wie vorher, dann hat man die Nahrungsmittel entdeckt. Aber auch vor dieser massenhaften Börsenspekulation mit Nahrungsmitteln, also auch in den 1990er Jahren, gab es ja dramatischen Hunger. Und es gab auch damals schon diese enorme Konzentration bei den transnationalen Konzernen. Deswegen meine Frage nochmal an Sie, also abgesehen von der Börsenspekulation auf Nahrungsmittel, was müsste man noch ändern? Oder wie könnte man diese transnationalen Konzerne entmachten? Also, es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Das ist die neoliberale Wahnidee, die uns das Glauben machen will, die sagt, wirtschaftliches Geschehen tun ist naturgesetzlich bestimmt, es gibt eine unsichtbare Hand und so weiter. James Wolfenson, der ehemalige, der vorvorgehende Weltbankdirektor, ein gescheiter Pianist und Multimilliardär aus Australien, hat immer gesagt, Stateless Global Governance. Das Ziel der Geschichte ist die Selbstregulierung des Marktes, die staatenlose Verwaltung der Welt. Und das ist die Strategie der Konzerne. Es gibt aber keine Ohnmacht in der Demokratie. Alles, was wir brauchen, ist die Entfremdung zu brechen, die uns das Bewusstsein zubetoniert und uns weismachen will, dass wir ohnmächtig sind gegenüber den Kosmokraten, gegenüber den Beutejägern der transkontinentalen Privatkonzerne. Und das stimmt eben nicht. Jeder trägt in sich das Identitätsbewusstsein. Einen Hund, einen anderen Hund sieht, der geschlagen wird, passiert nichts. Wenn ich ein hungriges Kind sehe auf der Sierra de Chocotán, bin ich innerlich zerstört, außer ich hätte dann einen Gehirnschaden. Das konstitutive Russo, der kommt aus Genf, wie ich, war viel gescheiter als ich, aber wurde verjagt sofort. Und ich bin noch da. Rousseau sagt, die größte historische Kraft, die es gibt, ist das menschliche Gewissen. Das menschliche Gewissen, ein Identitätsbewusstsein. Und Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Wir sind die Glut und der Asche. Wenn es uns gelingt, dieses entfremdete Bewusstsein zu brechen, das Identität, Solidaritätsbewusstsein herzustellen, was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Absolut nichts anderes. Könnte mein Großkind sein, das jetzt gerade stirbt. Nur der Zufall der Geburt. Und deshalb ist in der Zivilgesellschaft, in all diesen, Che Guevara hat gesagt, so die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und Marx hat an Wedemeyer geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören.
und das Gras wächst. Die neue planetare Zivilgesellschaft, die wird heute den Widerstand organisieren, die Betondächer des entfremdenden Bewusstseins brechen und den Aufbruch ermöglichen zu einem Kampf für eine neue, gerechtere, ganz andere, heute noch unbekannte Weltordnung. Was ich finde, was ganz... Ich nehme ein letztes Beispiel. Ja, okay. Der Herr Schäuble, den kennen Sie vielleicht, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Der ist dort durch Delegation des souveränen Volkes. Deutschland ist meiner Ansicht nach die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes. Ja, doch. Ja, Sie sollten einmal in Bern sein. des Kontinents. Und dazu die dritte Wirtschaftsmacht der Welt. In der UNO-Generalversammlung ist One State, One Vote, ein Staat, ein Staat. Im Weltwährungsfonds ist One Dollar, One Vote. Also die Weltmacht Deutschland, die Finanzweltmacht Deutschland hat einen ganz entscheidenden Einfluss bei den nächsten Generalversammlungen beim Internationalen Weltwährungsfonds. Wir können Herrn Schäuble zwingen, wir zur Zivilgesellschaft, dass er bei den nächsten Generalversammlungen in Washington des IWF nicht mehr für die Gläubigerbanken in Frankfurt, New York, London und so weiter stimmt wie bisher, sondern für die sterbenden Kinder, das heißt für die Totalentschuldung der 50 ärmsten Länder, das ist eine Kategorie bei der UNO, der dritten Welt, damit die endlich ein wenig Geld haben, um in Irrigation 3,8% des afrikanischen Bodens zu Südafrika nur ist bewässert. Der Rest ist Regenlandwirtschaft wie vor 3000 Jahren. Für Dünger, für Schulen, Spitäler ein Minimum an Kapital haben, damit die investieren können für ihre geplagten, gepeinigten Bevölkerung. Das können wir. Das können wir. Das ist nicht, ich hasse Idealismus, das sind so Turnübungen in den Wolken. Ich sage das als Materialist, als Marxist. Wir haben konkret heute die Mittel, um diese kannibalische Weltordnung jeder ihrer Mechanismen zu brechen. Demokratisch, das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in die Hand. Es ist ja unglaublich, was da drin steht. Alle Waffen. Voltaire hat gesagt, die Freiheit ist das einzige Gut, das sich nur abnützt, wenn man es nicht benutzt. Wir müssen uns einfach bücken und diese Rechte und Bürgerfreiheit, diese Waffen aufzunehmen. Bis zum Generalstreik. Ja, erstmal vielen Dank an Sophia. Alle vier auf dem Podium haben auch noch mehr Möglichkeiten, was zu sagen und zu reagieren. Und ich habe auch schon gesehen, Liliana hat schon ganz viele Stichworte, kommt also auf jeden Fall dran. Aber vorher, das würde ich aber diese Reaktionen, die es zwischen den Diskutanten hier auf dem Podium wahrscheinlich gibt, würde ich gerne verbinden damit, dass wir auch Ihre Fragen aufnehmen. Gibt es denn jetzt schon irgendwelche Zettel, die beschriftet worden sind? Ja, die müssten natürlich eingesammelt werden von Helfern im Saal, damit die hier vorne dann auch eintreffen können. Ja, oder jemand sammelt mal die ersten, wir nehmen erstmal die ersten drei, vier, die jetzt schon da sind und in der anderen in der Zwischenzeit sammeln sie vielleicht nochmal, damit das noch mehr nach vorne kommt. Und dann lese ich einfach mal vor, was hier steht. Also, jetzt muss ja erstmal. Genau. Ja, hier kommen auch schon Zettel. Ja, es sind ja schon viele Zettel. Also, ich mache das jetzt nach dem Lossystem, nicht mehr. Also, hier kommt die erste Frage an Herrn Ziegler. Wie stehen Sie, Herr Ziegler, zur diesjährigen Expo? Das ist wohl die in Mailand, die unter dem Motto der Welternährung steht und viel Kritik ausgesetzt ist. Lässt sich diese Kritik an der Expo auf die G7 übertragen? Herr Ziegler hat zum Glück einen Stift und schreibt mit, deswegen sammle ich jetzt noch mal ein paar mehr Fragen, damit wir auch weiterkommen. Frage an Konrad Schuler. Zum Versagen der Friedensbewegung angesichts der Kriegsgefahr, also das wurde ja schön dargestellt, immer mehr Kriege, wo bleibt die Friedensbewegung? Dann nochmal eine persönliche Frage an Jean Ziegler.
Als jemand, der die üblen Missstände auf der Welt kennt, sogar viele Bücher darüber geschrieben hat, die schuldigen Täter stets hart anprangert und die Untätigen zum Handeln ermutigt und bewegt, wie ertragen Sie jene ruhigen Alltagsmomente, wo Sie gerade nicht schreiben oder protestieren? Achso, es geht noch weiter. Was wiegt dort mehr? Wut, Hoffnung, Verzweiflung? Wie ertragen Sie es, dass nicht genug getan wird? Dann gibt es eine Frage an Sinan Birdal. Sie verstehen ja doch gut Deutsch, wie ich jetzt merke. Ich hätte mir mein ganzes Englisch auch sparen können, ja. Okay, aber das ist jetzt, wusste der Schreiber auch nicht, dass Sie so gut Deutsch können, deswegen ist es jetzt auf Englisch, lese ich jetzt auch auf Englisch vor. Russia met with Egypt, Brazil, Iran, etc. And Mr. Schuler argued that some of those countries are growing, e.g. Brazil, China, India. Do you think an alliance of those will be economically, militarily, maybe less, stronger than NATO in the near future? Especially the BRICS countries are important in this case. Brazil, Russia, India, China and South Africa. Das ist also die Frage, also sozusagen Herr Schulers Darstellung wird einfach weitergedacht, nämlich ob das ökonomische Potenzial der BRICS dann auch sich in die NATO oder ins Militärische übersetzt. Dann gibt es eine Frage an Frau Uribe. Wir haben gerade den Dokumentarfilm La Buena Vida gesehen. Die Schweiz beutet die Kohlenreserven Kolumbiens aus, damit wir Strom erzeugen können. Ganze Berge und Wälder werden zerstört, Einwohner umgesiedelt. Ist das die Lösung zur Bekämpfung der Armut in Ihrem Land? Ich warte mal ein bisschen, damit die Übersetzung mitkommt und Frau Uribe das dann auch alles versteht. Also jetzt, es gibt manchmal auch Zettel, die kann ich leider nicht lesen. Ich bitte um Entschuldigung, die muss ich dann auslassen. An Herrn Schuler, wäre es denn besser, gerade hinsichtlich der ökologischen und Arbeitsbedingungen, wenn der Süden die Welthegemonie inne hätte? Also ich glaube, das ist die Frage, wenn der Süden die Welthegemonie inne hätte, wäre dann alles genauso wie jetzt, nur dass ein anderer dann das Sagen hätte. Nochmal an Herrn Schuler, hätten in Ruanda zum Beispiel nicht hunderttausende Menschen gerettet werden können, wenn die NATO damals ein Interventionskonzept gehabt hätte? Macht man es sich nicht viel zu einfach, wenn man jegliche Instabilität in Staaten des Südens auf Kapitalinteressen westlicher Staaten zurückführt? Sie also zu lediglich passiven Akteuren degradiert. Dann nochmal zu Frau Uribe. Ich muss ja sagen, Ihre Fragen sind alle wahnsinnig interessant, deswegen lese ich noch ein paar weiter vor und dann, nichts sind doch wirklich interessant und dann gucken wir mal, wie wir durchkommen. Also zu Kolumbien. 2013 kam es aufgrund des Freihandelsabkommens USA-Kolumbien zu großen Bauernprotesten. So konnte man hier lesen. Es wurde von den Bauern vor allem um die Saatgutvielfalt und das Recht auf Nachbau gekämpft, was durch das Freihandelsabkommen beseitigt werden sollte. Es wurde berichtet, dass es auf 2 Jahre ein Moratorium in der Saatgutfrage bis 2015 geben sollte. So, das ist 2015 ist ja jetzt abgelaufen, daher die Frage. Haben die Bauern noch das wichtige Nachbaurecht für Saatgut oder haben sie es verloren? So, der Hintergrund der Frage ist, dass natürlich genau dieses Patentrecht auf Nahrungsmittel weltweit in der Diskussion ist. So, jetzt gibt es noch mal eine Frage an John Ziegler und dann höre ich erstmal auf, aber wir machen noch eine zweite Runde. Hier liegen nämlich noch ganz viele Papiere. Herr Ziegler, was ist die Rolle der EU bei der Welternährung? Was halten Sie von der Forderung? Nee, das kann ich wieder nicht lesen. Also, Förderung, ja? Okay, der Autor hat sich gemeldet. Des Maisanbaus. Aber zum Beispiel im Friaul,
auf absolut. Also das, was ich lesen kann, ist, dass aber Mais ja offenbar ganz viel Wasser braucht, also auch umweltschädlich ist. Ich hoffe, ich habe das richtig interpretiert. Sonst neue Zettel machen und in Druckschrift schreiben. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich finde, wir fangen jetzt mal an mit Frau Uribe und dann gehen wir zu den anderen Podiumsteilnehmern. Bueno, nos preguntan sobre... Nos preguntan sobre el tema relacionado a los recursos naturales, cómo se vienen afectando en nuestro país y particularmente el tema de la energía. O sea, realmente nosotros estamos viendo cómo en Colombia se planteó también en el mismo modelo de desarrollo económico todo el tema extractivista como una forma a través de la cual el país pudiera alcanzar el desarrollo, el progreso, el bienestar. Esa es un poco como la idea que nos han vendido para poder aceptar o para poder imponerse el desarrollo del modelo extractivista, tanto del oro, de los diversos minerales, la producción exacerbada, o sea, muy, muy, muy alta de petróleo. El tema de la producción de energía no se viene utilizando en términos de que sea la que nosotros necesitamos para el mismo crecimiento de la población, para el mismo desarrollo empresarial, no. La producción de energía se está ampliando en Colombia, para lo cual están haciendo grandes hidroeléctricas, se está ampliando, es para que ese modelo extractivista se pueda desarrollar con mayores facilidades. Entonces, termina siendo una acción que le está generando muchos perjuicios también, tanto para el medio ambiente como para las comunidades, porque hay una cantidad de desvíos de ríos que terminan siendo aprovechados para la producción energética. Además que los cultivos que se empiezan a desarrollar alrededor de estas grandes represas no son para la seguridad alimentaria, para alimentar a la población, sino son solo aquellos que tienen que ver con la protección de esas cuencas hidrográficas que tienen una destinación para las mismas represas. Entonces, termina siendo un gran contrasentido el hecho de que tengamos que producir mayor energía que genera daños ambientales, impactos ambientales, pero esa producción de energía es básicamente para desarrollar un modelo extractivista en el cual hoy nuestra legislación no le está poniendo contrapesos a las grandes empresas para poder desarrollar esa producción extractivista. Und könnten Sie noch mal was sagen zu dieser Frage mit dem Freihandelsabkommen und was jetzt mit dem Saatgut Moratorium ist, ob das noch läuft oder ob das jetzt, ob diese Schlacht der Bauern verloren gegangen ist in Kolumbien? Bueno, los campesinos colombianos hicieron una serie de protestas desde el año 2013, distintos sectores del agro se lograron confluir frente a una exigencia, en particular frente a las exigencias que la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos estaba generando. Está generando ya de hecho pobreza en el sector agrario y el tema de las semillas es mucho más complicado porque se está prohibiendo a los campesinos que desarrollaban sus propias semillas, se les está prohibiendo utilizarlas ya. Entonces, los campesinos tienen que comprarle las semillas a los empresarios colombianos o las transgénicas o las que se llevan también desde empresas internacionales, obligándolos a ellos y generando incluso mayores costos para ellos. Adicionalmente, en Colombia se viene impulsando, se ha impulsado desde tiempo atrás una agricultura basada en los agroquímicos. Entonces, todo ese tipo de situaciones le genera mayores costos a los campesinos, con lo cual sus ganancias están muy debilitadas.
Okay, erstmal vielen Dank. Dann machen wir mal mit Sinan weiter. Da gab es ja zum Beispiel diese Frage, ob der Süden nicht dann auch demnächst eine neue NATO sein könnte und mächtiger als der Westen, wenn man Herrn Schuler weiterdenkt. Ach so. Well, short answer, no. Well, several reasons. First of all, I don't agree with the, I mean, with the assumptions based on GDP measures. GDP doesn't give us a measure anymore, a reliable measure anymore, because capital is so globalized. For example, I'm just going to quote the work of Sean Stars, who's a, I think at MIT now, and he published two papers, one in International Studies Quarterly, the other one in the New Left Review, where he goes and he looks at the Chinese corporations and finds out that most of them are owned by American citizens. So, but whatever they produce and whatever they export, you basically account them under a GDP. So it looks like it's Chinese GDP, but it's American money. So, and there are all sorts of, you know, of course, they're calling it international is interdependence. So basically a lot of American capital is invested in China, a lot of Chinese capital is invested in the US. But more importantly, the international money is the US dollar. And in the long run, I mean, in the short run, in the middle run, there is no way that the renminbi or the yuan can be a competitor to the US dollar in terms of going circling around as the world currency. And this is so important. I mean, let alone the fact that the total of all the other great powers, I mean, the military power of all the other great powers doesn't even match, doesn't even come close to the military power of the US. Let's forget that for a minute. Everybody around the world is curiously waiting when the Fed, right, Professor Yellen, is going to raise the dollar, the rate of the dollar, right? Because I mean, it's gonna affect everybody in this room, in China, in Turkey. Everybody is gonna affected by that. It's gonna directly affect your purchasing power. There is no such power on the face of the earth. No Brazil, no India. And also, there are several issues. In terms of geopolitics, we know that Russia, China, and India are also in a geopolitical struggle with each other. I mean, what happens, for example, if India gets too strong, this is going to threaten China. They've been to war for border disputes in the past, right? There is a huge dispute also, I mean, now it's not on the news all the time, but also along the Siberian border with Russia and China. US has the geopolitical advantage of being an island, right? I mean, around, it can, if it's a regional power by itself, there is no other great power in its region, as opposed to the fact that China is next to Russia and India is next to China. And if you look at BRICS, don't forget the fact that BRICS was an investment concept by Goldman Sachs, right? I mean, it wasn't a, you know, anti-American, you know, alliance concept to begin with. But, and also this, I don't, even though, let's say for a minute that this is true and they're rising, they're challenging US, I don't like this concept of überholen. You know, I'm not in competition with you guys. I mean, I'm from the third world, but I mean, this sounds like a very capitalistic concept to me. Like there's a competition between us, you know, and you guys are ahead, we hate you and we're gonna catch you. I mean, that doesn't really sound like a very, you know, internationalist sort of, you know, solidarity kind of feeling to me. Aber ich glaube, Herr Schuler wollte nur den Westen beschreiben und nicht sagen, dass er das selber gut findet. Anyways, so I don't. What I'm trying to say is that
let's not use the capitalistic, you know, concept of competition. You know, somebody is going to catch somebody else. You know, I mean, there is value that we all create and we can share it. You know, nobody has to catch nobody. You know, because. Because for the very fact that I just said, these southern countries, when they get into this power struggle, they're going to also conflict with each other. They're going to fight each other, you know. And that's exactly why we have this order, you know. Go back to Hobbes, you know. It says, well, homo homini lupus, you know. If we believe that, then that's the order that we're going to end up with. Jetzt würde ich ja gerne Herrn Schuler, weil er jetzt hier sich einen Konflikt auf dem Podium anbahnt, das ist übrigens immer der Traum für jeden Moderator. Also weil jetzt hier sozusagen eine Diskussion aufkommt, würde ich jetzt gerne Herrn Schuler sofort das Wort erteilen. Können Sie ja antworten und auch die ganzen Fragen, die es an Sie gab, vielleicht berücksichtigen. Ja, also zunächst mal, wenn ich von Wettbewerb, von Konkurrenz der Nationen ausgehe, dann nehme ich die Lage, wie sie heute ist, nicht wie wir sie gerne hätten oder nicht nach den Imperativen, nach denen wir leben wollen. Wir müssen uns klar darüber sein, dass die NATO, dass die USA in diesen Begriffen der Konkurrenz denkt, bis zu dem Punkt, dass sie sagt, wenn wir es anders nicht bewältigen können, den Konkurrenzkampf, dann militärisch. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und das müssen wir erkennen und nicht sagen, wir wollen ja keinen Krieg und deshalb sind uns diese Gedanken fremd. In den USA gab es seit 1992 eine bestimmte Sicherheitsdoktrin, die mit dem Namen Wolfowitz verbunden war und verbunden ist, die Wolfowitz-Doktrin. Die sagte 1992, wir werden es nicht zulassen, der Plan nannte sich No Rivals Plan. Kein Rivale wird zugelassen. Wir werden es nicht zulassen, dass auf dem Gebiet der heutigen Sowjetunion, 92, da gab es das noch, ein Konkurrent entsteht, der die Ressourcen dieser Gegend nutzen kann und uns im globalen Wettkampf entgegensteht. Das werden wir nicht zulassen. Diese Wolfowitz-Doktrin wurde 2002, 10 Jahre später, unter Bush, da war Wolfowitz mittlerweile Staatssekretär im Verteidigungsministerium, wurde diese Doktrin als Bush-Doktrin dann unter die Leute gebracht. Die USA greift an dort, wo sie einen globalen Rivalen wähnt. Das ist ungeheuerlich, weil es uns unmittelbar in unserem europäischen Lebensraum berührt. Das ging weiter mit Herrn Obama. Herr Obama ist mindestens so kriegerisch wie seine Bush-Vorgänger. Herr Obama hat erklärt, wir sind die eine unverzichtbare Nation. Das war seine letzte Rede zu dieser Frage. West Point, Kadettenanstalt Nummer 1 in den USA. Und wir werden dafür sorgen, dass weltweit unsere Werte, unsere Interessen die Nummer 1 bleiben. Er hat dann sogar zitiert, gegen wen richtet sich das? Da sagt er, erstens Terrorismus, zweitens die Aggression Russlands, gemeint ist die Ukraine, drittens die Größe und die Militärkraft Chinas. Das wird als unmittelbare Gefahr der USA definiert. Und viertens aufstrebende Mittelklassen in den verschiedenen BRICS-Ländern. Zu sagen, dass eine Erfindung von Goldman Sachs ist ein nettes Bonmot, bringt die Sache aber nicht unter den richtigen Hut. Goldman Sachs hat damals festgestellt, die Länder, diese 5 Länder werden sich wirtschaftlich besser entwickeln, deshalb machen wir BRICS-Fonds. Daher kommt der Begriff. Das ist also keine Erfindung von Goldman Sachs, sondern eine kluge Reaktion als Kapitalist, wo mache ich die meisten Profite. So,
wenn ich auf die zweite Frage, weil die damit zusammenhängt. Ja, okay. Sie haben angeboten. Ja, natürlich, müssen Sie ja. Ja, mein Problem ist ja nur, ich sehe die Uhr und wir müssen langsam zum Ende kommen, leider. Deswegen drücke ich so ein bisschen auf die Tube. Aber also Sie dürfen die zweite Frage noch beantworten. Ich fühle mich gedrückt und mache es schnell. Das war die Frage nach der Schwäche der Friedensbewegung angesichts dieser Kriegsgefahr. Wenn wir sehen, was die NATO mit ihrer Ostausdehnung bewerkstelligt, dann ist das eine enorme Gefährdung des Weltfriedens vor unserer Haustür. Als 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands anstand, hat James Baker, das war damals der Außenminister, in Moskau im Beisein unseres Außenministers Genscher erklärt, wenn es zum vereinten Deutschland kommt, dann wird die NATO sich keinen Inch weit nach Osten bewegen. Ein Inch sind 2,5 Zentimeter. Das hat man in der Tat nicht getan. Man hat tausende Kilometer sich ausgedehnt. 12 Länder des ehemaligen Warschauer Pakts sind mittlerweile Mitglied der NATO. Das ist eine unmittelbare Bedrohung und erstmals bei der Ukraine hat Russland reagiert. Das ist nicht so, das wäre ein Missverständnis. Ich meine nicht, dass BRICS eine überlegene südliche Variante des besseren Lebens oder so wäre, aber es ist ein Gegengewicht in der Welt, was auf friedliche Auseinandersetzung setzen muss, weil sie schwächer sind. Das kann man moralisch bedauern, dass sie nicht aus Humanismus das sind, aber wenn sie es aus schierem Eigeninteresse sind, ist es ja auch nicht schlecht. Deshalb muss man für diese Länder sein und darauf bestehen, dass in der weltweiten Auseinandersetzung keine kriegerischen Mittel eingesetzt werden. Herr Ziegler, an Sie gab es die Frage unter anderem, wie Sie das Elend eigentlich aushalten. Ja, genau, nehmen Sie mal das. Nee, ich glaube, Sie können einfach reinsprechen. Gut, also, es geht ja nicht um den Kleinbürger aus Genf. Ein Kind, das am Hunger stirbt, das kümmert sich nicht. Es geht um Effizienz und die fehlt leider bei mir. Ich halte es mit Bertolt Brecht, wenn Sie das so wollen, keinen verderben zu lassen, auch nicht sich selber, jeden glücklich zu machen, auch sich selber, das ist gut. Das ist gut. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich ein wenig ein primitiver Charakter, aber ich fühle mich sehr glücklich, da wo ich bin, auf dieser Welt, mit der Frau, Frauen und so weiter, Kinder und so. Wunderschön, unglaublich privilegiert. In einem bürgerlichen Elternhaus habe gegessen, meine Gehirnzellen haben sich entwickelt, bin zur Schule gegangen und so weiter. Dann jahrzehntelang Ordinarius für Soziologie an der Universität Genf, akademische Freiheit in Paris und so weiter. Dann Parlamentsmandat in Bern, das hat schlimm geendet. Da wurde meine Immunität aufgehoben nach die Schweiz Westschweizer. Und dann kam die Prozesswelle, die hat mich komplett finanziell ruiniert. Aber es gibt andere Dramen auf der Welt. Und jetzt bei der UNO habe ich wieder die Immunität und für dieses Buch Ändere die Welt müssten die Halunken von der Zürcher Bahnhofstraße nach Den Haag gehen, an den Internationalen Gerichtshof, um die Immunität aufzuheben. Und da gehen die Prozesse jahrzehntelang. Also da bin ich. Okay. Aber danke, dass das sagen. Ja. Aber ich will nicht um mich reden, es geht ja nicht um Falschverständnis. Aber was ich nicht ertrage, in meiner Funktion, bei der UNO, jetzt bin ich Vizepräsident des Beratenden Ausschusses Menschenrechtsrats, das ist die Menschen anzulügen. Und das tue ich leider beim jämmerlichen Zustand der UNO heute. Ich gebe ein Beispiel, Sierra de Chocotán, Guatemala, 10 Millionen Einwohner, 80% davon Mayas, wunderbar uralte Bevölkerung, vertrieben von den Großkonzernen auf der Pazifik. Ebene von den amerikanischen Großkonzernen, dann von den Latifundistas auf halber Höhe, den Kaffee Latifundistas. UNO-Mission, Sonderberichterstatter für das Recht der Frauen. Ich komme da an mit üblichem UNO-Dross ganz oben in der Sierra.
Sicherheitsbeamten, die weißen Toyota, die blaue Fahne, die Dolmetscher, meine Assistenten und so weiter. Zurückhaltung, Distanzierung der Mayas, die, auch wenn sie fürchterliches Leiden, umgebracht werden, vertrieben werden, Vergewaltigungen, Entführungen und so weiter, wollten nicht reden, vier Tage lang. Und plötzlich, am fünften Tag, sind die Ältesten zu uns gekommen und sagten, wir wollen euch erklären, mit euch reden, wir wollen mit euch reden. Die haben keine Ahnung, woher die UNO kommt, was die UNO ist überhaupt, keine Ahnung. Aber haben gemerkt, da kommen Leute, Weiße, die reden mit uns zum ersten Mal, die bleiben hier bei uns mit diesen riesen Autos und so weiter und so weiter. Da gibt es vielleicht Hoffnung. Und die Frauen haben, ich habe so Karten, so UNO-Visitenkarten, wie die, alle die Bürokraten da, die Frauen nehmen die Karte wie Talisman, legen sie sie, pressen sie auf ihre Brust und so weiter und glauben, jetzt passiert etwas. 1,8% der Bevölkerung, der Grundbesitzer, 1,8% in Guatemala besitzen 67% des bebaubaren Bodens. In dem Moment, wo ich mit denen rede, die und die Hoffnung in den Augen dieser Frauen und abgemergelten Männer, zahnlosen Männer sehe, weiß ich, ich belüge sie. Weil ich weiß genau, was passiert. Der einzige wirksame Vorschlag, den ich machen muss, will, nach dem analytischen Bericht, den ich der Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat vorlege, ist Agrarreform. Agrarreform, Umverteilung, Zugang der hungernden Menschen zum Boden, der ihnen gestohlen worden ist, über die Generationen. Und ich weiß, ich verrate sie. Und das ist das Einzige, wofür ich mich schäme, aber ich kann ja nichts dafür. Und deshalb finde ich es so wichtig, so bei Versammlungen teilnehmen zu können. Weil da ist die Hoffnung. Bei euch, bei uns ist die Hoffnung. Da wird der Aufstand des Gewissens stattfinden. Da passiert es. Ich möchte aufhören mit deinem... Ich war, als ich jung war, vor 200 Jahren, war ich im Büro der Sozialistischen Internationale. Damals hat es noch Sozialisten gegeben in Europa. Und da war der ganz großartige Willy Brandt 16 Jahre lang Präsident. Ganz wunderbarer Mensch. Und uns Jungen, dem Jospin, Jory, dem Holland und mir und so weiter, hat er immer gesagt, wenn immer ihr redet, öffentlich, alles muss stimmen, analytisch. Aber am Schluss muss Hoffnung sein. Wenn einer oder eine Frau aus dem Saal geht, ohne Hoffnung, dann hätte die zu Hause bleiben sollen. Also wo ist Hoffnung? Die Hoffnung ist bei Neruda. Dann höre ich gleich auf. Nee, das ist jetzt schon das Schlusswort. Das ist das Schlusswort. Neruda, nein, also ich sage es einfach. Der Genosse Allende wurde umgebracht in der brennenden Moneda am 11. September 1973, drei Wochen später, sein engster Freund Pablo Neruda, der Dichter, vergiftet in Isla Negra, wahrscheinlich von denselben Verbrechen. Der hat den Canto General geschrieben, den kennen Sie sicher, dieses unglaublich epische Gedicht über das Schicksal, die Geschichte der Völker Lateinamerikas. Und der letzte Vers heißt, Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Sie, unsere Feinde, können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Danke. Ja, vielen Dank. Damit entlasse ich Sie, denn Jean Ziegler hat ja recht. Wichtig ist die Hoffnung. Mehr kann man dazu gar nicht mehr sagen. Vielen Dank an Sie vier, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Sie und Ihre Fragen. Ich habe alle durchgelesen. Es waren noch viele wunderbare Fragen da, aber es ist jetzt nicht möglich, das noch weiter zu diskutieren. Ja, danke, dass Sie da waren. Wer von Herrn Ziegler ein Buch mit Signatur haben möchte, das gibt es alles draußen. Und um 21 Uhr geht es hier weiter mit dem Theaterstück. Nochmal vielen Dank. Applaus